Moin Moin zur Flatout Mod Installation. Bitte habe Flatout 2 Version 1.2 und keine alte Version. Bitte 1.2. Wenn es eine alte ist, installiere den Patch. Kein Problem, kriegst du überall aus dem Internet. Und ganz wichtig, was du noch brauchst, ist Net Framework. Mindestens Version 2.0. Ja, 3.5 geht natürlich auch. Aber mindestens 2.0. So, such dir einfach einen Ordner, wo du das Spiel hinmachen willst. Ich habe meinen Ordner schon natürlich. Ja, geht ein bisschen schnell heute hier. So, ganz wichtig ist noch die DirectX zu installieren. Solltest du machen, da sind nämlich ein paar Codes dabei. Ja, ich gehe direkt mal in die Settings rein und stelle mir meine Grafikkarte ein, so wie ich die haben will, dann brauche ich das gleich nicht mehr machen. Ja, in der Regel können wir jetzt schon anfangen zu spielen, aber wir wollen ja unseren Flatout Joint Mod installieren, da ist er schon. Gut. Gehen wir mal gucken, ob auch alles drauf haben. Ganz wichtig, unter Software findet ihr eure Einträge, was ihr sonst Software habt. Da muss mindestens Net Framework 2.0, weil sonst findet ihr die BFS-Dateien nicht. Ja, ganz wichtig. So, jetzt geht's los. So, wichtig ist, diese Mod-Dateien müssen in euren Flatout 2 Ordner rein. Ja, in keinen anderen Ordner, sucht euch nichts aus. Da, wo ihr Flatout 2 installiert habt, da muss das auch rein. So, ich habe meins hier. Kann natürlich bei euch jetzt auch C und sonst was sein, ja, bei mir ist es halt da. Ja, wenn er fragen sollte zum Schluss, soll er irgendwas überschreiben, sagt einfach ja, mach bitte. So, dann gehen wir mal rein im Explorer. Rechte Maustaste auf den Startbutton, dann kommt in Explorer, ganz einfach. So, da sind wir doch schon, mein Flatout. Hier haben wir doch alle Dateien, wunderbar, hat alle schön empackt. Flatout Joint Dateien, BFS Dateien, sogenannte. So, jetzt gehen wir mal rein. Wir packen noch unseren Mod Manager, der ist ja mit da rein gepackt worden, gehen wir mal rein. So, machen wir auch wieder unseren Flatout 2 rein. Da brauchen wir den gleich nicht dumm rumsuchen, ne? Haben wir alle schön parat. Jawohl, da machen wir den rein. Was fragt uns jetzt noch, sollen wir einen Desktop-Button erstellen? Das machen wir mal, dann haben wir den direkt vorne drauf und dann kann ich euch wieder was zeigen. So, wunderbar, macht das mal. So, wenn ihr diese Fehlermeldung habt, dann braucht ihr euch nicht wundern, ja? Mod Manager will erstmal wissen, wo ihr euren Flatout 2 installiert habt. Ja, sucht euren Flatout 2, wo ihr es drin habt, und wo ihr eure ganzen BFS-Dateien habt. Da haben wir das Flatout 2. Kommt. Auch nur woanders, nicht auf Mod Manager, einfach nur Flatout 2 öffnen, ne? Dann sagt er, ich möchte mal kurz durchstarten und sagt einfach, ja, mach mal. Gehen wir nochmal drauf. Ja, und jetzt findet ihr die auch, ne? Dateien. Alles kein Problem. Umso mehr BFS-Dateien, die ihr dann drin habt in euren Flatout 2 Ordner, desto mehr findet ihr natürlich auch. Ganz wichtig mit diesem Carpack R, Carpack 1 und dann drunter muss Carpack 2 sein. Ja, sonst habt ihr so komische Grafikprobleme. Erst Carpack 1, dann Carpack 2. Neue BFS-Dateien findet ihr bei Flatout Joint. Einfach mal schnell googeln, draufgehen. Da habt ihr dann.
jede Menge Sachen. Also ich kann euch diese Seite wärmen. After ist schon was ganz Neues. Da werde ich gleich mal runterladen. Aber ich mache jetzt erstmal die neuen Replay-Kameras. Dann habt ihr jede Menge Kameraeinstellungen. Auch hinten drauf. Dann könnt ihr mal euer Lenkrad sehen. Sehr spannend. Jo, hier habe ich schon auf Desktop. Ist natürlich gepackt. Macht das mal auf. Braucht nicht irgendwie hacken. Ich gehe gleich einfach rüber per Drag and Drop. Also, no panic. Geht mal in euren Flatout 2 Ordner, wo ihr alles installiert habt. Da muss das rein. Mit zu den anderen BFS Dateien. Machen wir mal ein bisschen klein. Nicht zumachen, nur klein machen und schieben das einfach jetzt da hinten rein. Guckt, dass ihr das nicht aus Versehen in den Ordner reinschiebt, ja? EFS-Dateien müssen mit drin sein. Wenn man kommt, überschreiben, ruhig ja klicken, kein Problem. So, euer Mod-Manager nochmal aufmachen. Peter, jetzt haben wir eine neue BFS-Datei da drin. Also Replay. Cams-Datei. Sehr zu empfehlen. Müsst ihr euch unbedingt runterjagen. Da gibt es natürlich jede Menge BFS-Dateien. Da gibt es Straßenmod, da gibt es einen Schneemod. So, ich habe mal ein paar runtergejagt und zeige euch jetzt mal ein paar. Aber ganz wichtig, egal was für BFS-Dateien, immer Carpack 1 oben und darunter Carpack 2. Dürft ihr niemals vergessen. So, ich habe ein paar Sachen runtergeladen. So. Ja, gibt wirklich feine Sachen. Das Schöne ist daran, manche BFS-Dateien funktionieren auch über den normalen Online-Modus für Flatout 2. Das heißt, wenn ihr Full-Track Room zum Beispiel anklickt, dann könnt ihr mit den normalen Flatout 2 Online-Modus rumfahren, ohne dass sie zurückgeswitcht wird. Ne? Weil wenn man ja normalerweise so 30, 40 Meter neben der Strecke fährt, wird man zurückgeswitcht. Passiert damit nicht mehr. Das Schöne ist, die anderen Leute, die das nicht drauf haben, gucken natürlich doof, weil die werden zurückgeswitcht. Das Dumme ist natürlich, ihr werdet sofort als Hacker, Cheater und böser, böser Mann beschimpft. Ne? Müsst ihr selbst entscheiden, was ihr damit macht.